Hängende Köpfe, schon wieder kein Sieg. Eine glücklose Heimpremiere für Trainer Oliver Zapel. Ich sehe zuversichtlich aus, will ich auch hoffen, weil ich auch zuversichtlich bin. Das heißt aber nicht, dass ich zufrieden bin mit dem Punkt. Ich denke, es war eine spielentscheidende Situation dabei, wo es heute mal hätte kippen können. Ich denke, die Bilder sprechen da auch eine eindeutige Sprache. Wichtigste Szene des Spiels, schon nach 7 Minuten. Top-Talent Johannes Eggestein wird im Strafraum abgeräumt. Doch der Pfiff bleibt aus. Ein frühes Tor wäre nach 3 Pleiten wichtig für Werders junge Mannschaft gewesen. Er wurde da ganz klar getroffen und der Schiedsrichter wollte auch pfeifen und hat spekuliert, dass es eine Vorteilssituation gibt, wenn wir den Ball dann reinschießen. Das war jetzt leider nicht der Fall. Insofern ja, ist uns da ein Elfmeter leider genommen worden. Seit 13 Spielen wartet Werders U23 auf einen Sieg. Am Sonntag ist Osnabrück zu Gast, im Weserstadion. Für Oliver Zapel die nächste Premiere.